Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Es gibt wieder Neuigkeiten. Vor wenigen Tagen habe ich erst über das Skill-Based Matchmaking gesprochen. Es gibt jetzt einen offiziellen Tweet, dass etwas in der Mache ist. Ich zeige euch gleich diesen Post und der bestätigt auch, dass das Matchmaking in Arbeit ist, dass da was passiert und dass das eigentlich aktuell so funktioniert. Ich blende euch einfach mal den Post ein. Skill-Based Matchmaking wird sich ändern. Im Moment soll es eigentlich so sein, dass das Matchmaking an den stärksten Spieler in eurer Lobby angepasst wird. Das heißt, wenn ihr von mir aus zwei Goldspieler seid und habt einen Bronze, einen Predator-Spieler in eurer Lobby, dann bekommt ihr eine Hardcore-Predator-Lobby. Punkt. Aus. Ende. Und da gibt es leider nichts dran zu rütteln. Was mit Ranked ist, wird hier leider nicht ansatzweise beschrieben, aber aktuell ist es noch immer so. In meinem Fall auf den Gold- oder in den Goldrängen in Apex Legends haben wir aktuell immer noch Predator-Spieler und das kann eigentlich nicht sein. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass hier mehr passieren soll. Und weiter wird geschrieben, es wird zwar normalerweise an den stärksten Spieler angepasst, das Matchmaking, aber es ist eine völlig andere Richtung mutiert und Mitte Dezember, also in der Mid-Season von Season 15 oder spätestens im neuen Jahr, das neue Jahr ist dann natürlich lang, also hoffen wir natürlich, dass das relativ zeitnah noch vor Season 16 passiert, wird kommuniziert, was mit dem Skill-Based Matchmaking noch weiter passieren soll. Das heißt, es wird nicht genau beschrieben, was da geändert wird, aber wir können davon ausgehen, das ist für mich eine logische Schlussfolgerung, wenn wir, und da geht es mir nicht direkt nur um Ranked, aber nur für die Theorie, wenn wir zum Beispiel in unserer Lobby einen Predator-Spieler haben, von mir aus noch einen Gold-Spieler und einen Bronze-Spieler, dann wird aus diesen drei Spielerstärken, aus diesem theoretischen Matchmaking ein Mittelwert zusammen gewürfelt oder entwickelt, keine Ahnung, ein Predator-Spieler hat zum Beispiel 100 Punkte, ein Goldspieler hat 50 und ein Bronzespieler 20, dann haben wir einen Mittelwert von 170. Also wird ungefähr auf diese Zahl 170, das ist jetzt nur ein Gedanke von mir, so stelle ich mir ungefähr vor, wird das geändert auf diesen theoretischen 170er Wert, werden Gegner gesucht, die auch ungefähr diesem Wert entsprechen. Wir bekommen dann solche Gegner, was natürlich nicht ausschließt, dass wir logischerweise, wenn wir ja einen Predator-Spieler in unserer Lobby haben, in unserer eigenen Party logischerweise, dass die Gegner dann auch einen Predator-Spieler dabei haben könnten. Wir müssen mal abwarten. Wie gesagt, in Mitte der Season 15 oder spätestens zum Anfang des neuen Jahres hoffentlich wird kommuniziert, was passieren wird, aber es ist definitiv was in Arbeit und das ist auf jeden Fall ein großer, großer Hoffnungsschimmer, dass da endlich etwas passiert. Ladies and Gentlemen, das war's schon wieder von mir. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt und wenn ihr schon lange, lange dabei seid. Haut auf den Abo-Button, würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen. Ihr unterstützt damit meinen Kanal wirklich sehr. Das war's von mir. Ich wünsche euch was. Ciao.